Kritiker, sie hassen ihn so sehr, dass sie völlig übersehen, dass das auch Präsident Obama zu Beginn seiner Amtszeit hätte sein können, der einen Neubeginn der Beziehungen mit Russland versucht. All das wollen sie einfach nicht sehen. Doch mit dieser Trump-Verteidigung steht Senator Paul bislang allein. Und das sei ein Problem, so der spöttische Kommentar seines Parteifreundes Adam Kinzinger, Abgeordneter aus Illinois. Yesterday wasn't the end of the world, but literally when your only defender is Rand Paul, you have a problem. And that's where we're at today. Wie vielen Republikanern stößt Kinzinger sauer auf, dass Trump Putin nicht klarer in die Schranken gewiesen, sondern stattdessen die USA mit Russland moralisch auf eine Stufe gestellt habe. Irgendwie zu sagen, dass wir mit Russland gleichwertig sind, einem Land, das absichtlich Krankenhäuser bombardiert, das Menschen mit biologischen Waffen vergiftet und unschuldige Zivilisten umbringt, mit denen sind wir nicht gleichwertig. Deshalb war das ein richtig schlechter Tag gestern für den Präsidenten. Ich mag Trump und viele seiner politischen Ansätze. Ich bin Republikaner. Aber es ist an uns klar zu benennen, wenn sowas wie gestern passiert. Und ich hoffe sehr, dass Trump heute da einiges klarstellt. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Pro-Russland-Haltung wirklich von Herzen kommt. Selbst republikanische Hardliner wie Newt Gingrich, der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses, stimmten in den Chor der Kritiker ein. Dass Trump sich nicht klar auf die Seite der eigenen Geheimdienste gestellt habe, das sei der schlimmste Fehler seiner Präsidentschaft gewesen, den er umgehend korrigieren müsse. Ob Trump dazu allerdings bereit ist, das ist fraglich. Bislang äußerte er sich nur in einem kurzen Tweet, in dem er seinem Verteidiger Rand Paul dankte. Der habe es kapiert. Viele Demokraten hoffen derweil, aus dem Ärger der Republikaner politisches Kapital zu schlagen. Mark Warner, demokratischer Senator in Virginia, etwa meinte, I think yesterday may end up being the defining moment. Das könnte einer der entscheidenden Momente in Trumps Präsidentschaft gewesen sein. So eine erbärmliche Vorstellung, so eine entwürdigende Bemühung, peinlich für alle Amerikaner und all unsere Freunde in der Welt. An embarrassment of friends of America all over the world. Warner und andere Demokraten forderten die Republikaner deshalb zum gemeinsamen Handeln auf. So müsse man den Partnern bei der NATO und in Europa gemeinsam versichern, dass nicht sie, sondern Russland der Feind seien. Doch ob es tatsächlich zu einer gemeinsamen Allianz im Kongress gegen Trump kommt, ist mehr als fraglich. Wie der republikanische Hinterbänkler Will Hurd schon fast resigniert erklärte, natürlich können wir eine Resolution verabschieden, aber was ändert das? Und um Donald Trump, um den von ihm angezettelten Handelskrieg geht es auch in unserem nächsten Bericht, denn dass die EU und Japan... Leute, habt ihr das eben gehört? Ich weiß nicht, ob mir schlecht werden soll, ob ich hier aufs Lenkrad kotzen soll, ob ich auf die amerikanische Flagge kotzen soll, ob ich auf alle die Leute kotzen soll, die hier so einen Scheiß erzählen. Auch unsere Medien, die das auch noch hofieren und solche widerlichen Sachen weitergeben, wieder unter den Deckmantel, wir berichten ja nur darüber. Habt ihr gehört, was bei den Demokraten, ich betone, Bill Clinton, Frau Clinton, ja, Hillary Clinton, was bei denen der Jargon ist? Der Russe soll gefälligst der ewige Feind bleiben? Wir stellen uns doch nicht auf eine Stufe, wir Übermenschen, wir Überamerikaner, das ist Nazi-Jargon. Stellen uns doch nicht auf eine Stufe mit irgendwie Russen. Habt ihr diese Arroganz und Abfälligkeit der Demokraten gehört? Hören das endlich mal die letzten Trump-Kritiker, was die Demokraten für einen Senf von sich geben. Russland soll der Feind bleiben für immer und ewig. Russland soll einfach das Allerletzte sein und bleiben. Und ein Trump, der dieses Eis aufbricht, dieses Feindbild, wird beschimpft, wird niedergemacht in Amerika, in seinem Land, dafür, dass er für Frieden unterwegs ist und gleichwertig auf Augenhöhe, das bedeutet mit Respekt mit Russland redet. Und habt ihr diese langweiligen, immer wiederholten Feindframes gehört? Immer das Gleiche. Biologische Waffen schießen auf Krankenhäuser, Zivilisten werden vom Himmel geholt. Ist es nicht Wahnsinn? Alles Lügen, die von sich geben. Das ist so, als wenn andauernd jeden Tag im Kindergarten einer sagt, der da hinten ist der Böse, der hat das Kind von der Schaukel geschubst, obwohl er es nie geschubst hat. Aber der sagt noch in 20 Jahren, der hat das Kind von der Schaukel geschubst.
In so einem Kindergarten leben wir. Das nennen wir Demokratie Amerika. Unser Vorbild Amerika, westliche Werte, soll mir schlecht werden? Es ist eine geheuchelte Schweinerei, was ich aus Amerika höre. Ich sag danke, Herr Trump, danke Putin sowieso, weil sie beide miteinander sprechen und es versuchen, die Probleme zu lösen. Wie Trump schon sagte, Kennedy hat's auch versucht. Nur habe ich langsam Angst um Trump, weil er stellt sich gegen die Geheimdienste. Und das ist gefährlich. Auch für Kennedy war es gefährlich. Das kann doch hier nicht wahr sein. Mir fehlen die Worte, Leute. Es ist, lange habe ich mich nicht mehr so aufgeregt wie eben über diesen Schwachsinn dieser Demokraten, Hillary, Killery, diese Verbrecherdemokraten, Hans Wurst, Leute, die ewigen Feinde, die wollen den ewigen Feind, den Russen, damit sie rüsten können. Die Rüstungsindustrie, die Marketingabteilung braucht einen Feind für immer. Und wenn Putin sich mit Trump gut versteht, ist der Feind weg. Verdammte Scheiße, was soll man da noch aufrüsten und Geld verdienen? Da kann man keine Brötchen, sprich Panzer und Waffen mehr backen. So einfach ist das beim militärisch-industriellen Komplex und dieser ganzen Lügen, Lücken, Kack, Schleim, Bluthund, Mafia, Medienpresse, wie sie auch hier in Deutschland ist. Mein Gott, statt das anzuerkennen, was die beiden machen und was Trump macht, wird er dafür gebrandmarkt. Wie krank ist der demokratische Teil oder auch einige Vollidioten, Republikaner, wie krank ist Amerika, wie krank, dass sie sagen, wir sind doch nicht auf einer Stufe mit Russen. Das ist Übermenschengehabe. Das ist Drittes Reichgehabe. Wie kann man so arrogant sein? Ich mag die Russen. Ich schätze die Russen. Ich mag ihre Warmherzigkeit. Bei der Fußball-WM spätestens haben alle begriffen, wie nett Russland ist als Gastgeber. Was für ein tolles Land das ist. Und dann schwafeln die von ewigen Feinden und wollen immer noch Bomben werfen und wollen die Welt damit erobern. Wie bescheuert sind die eigentlich? Wir haben 2018. Ihr Dumpfbacken-Elenden, verdammt nochmal, geht nach Hause, ihr habt die Indianer ausgerottet, fertig gemacht und jetzt macht er die Russen blöd an. Seid ihr nicht ganz klar im Kopf? Verdammte Scheiße, und wir hecheln denen noch hinterher. Deutschland, ewig, Russland, Feindland. Ja, was haben wir gelernt aus dem Zweiten Weltkrieg? Gar nichts, haben den Arsch zweimal vollgekriegt vom Russen. Und jetzt hetzen sie schon wieder hin und hecheln an die Grenze. Die Idiotentruppen der Bundeswehr. Was ist denn hier los eigentlich, Leute? Seid ihr noch ganz klar im Kopf? Wir wollen Frieden, Freundschaft mit Russland, Zusammenleben, mit Respekt, mit allen Menschen auf der Welt. Seid ihr noch ganz klar im Kopf da oben? Redet uns nicht was von Feinden ein, wo wir die dicksten Freunde sind. Verdammt nochmal. Ove Schattauer alias Cerebellum, die Stimme des Zorns, freut sich nach Russland zu fahren. Freut sich das Land kennenzulernen. Kommt alle mit. Kommt mit, reist nach Russland. Lernt dieses wunderbare Land, die Menschen kennen. Unser eins von Vladivostok am 1. August bis nach Tscheljabinsk über Irkutsk etc. ganz Asien. Dranbleiben. Freundschaft schließen. Menschen kennenlernen. Ich fass es nicht. Diese Nachricht nehmen. Ich fass es nicht. Habe ich das wirklich aufgenommen? Kann man das nochmal hören? Habe ich das aufgenommen, was diese Amis für Blut, Schweiß und Tränen spucken? Auf Trump, der anständig mal mit Putin redet? Was ist hier eigentlich los? Lieber Himmel, was für einem Wahnsinn lebe ich. Dafür bin ich 89 auf die Straße gegangen, habe mein Leben riskiert in Uniform, um dann so eine Scheiße zu erleben, als Soldat mein Leben riskiert, mit den Menschen auf die Straße gegangen? Dafür? Ich fass es doch nicht, für dieses Lügentheater. Scheindemokratie, verdammt nochmal. Lieber Gott, lass es Hirn regnen in diesem Land. Völlig verblödet und manipuliert durch Hans Wurst Feindbildpropaganda. Was geht hier eigentlich ab? Nu sei jetzt Pagadi. Dadagir, Drusia. Wir sehen uns. Peace.